So, gucken wir uns mal ein Beispiel dazu an. Zustand Q1, Q2, dann haben wir Q3. So, das Ding wollen wir uns mal angucken. Wir haben 6 Zustände, Q1 bis Q6. Fangen wir mal an mit EQ1, die Menge aller Worte, die ich mit diesem Automaten verarbeiten kann und dann im Zustand Q1 lande. Also, was muss ich verarbeiten, damit ich in Q1 lande? Das ist einmal das leere Wort. Ich bin hier im Startzustand oder ich laufe hier so eine Schleife. B, A, B, A, B, A. Zusammengefasst mit dem leeren Wort ist das B, A mit einem Stern oben versehen. Ja, durch den Stern haben wir auch das leere Wort und dann haben wir diese Schleife B, A und dann landen wir immer wieder in Q1. EQ4, also die Menge der Wörter, die ich verarbeiten muss, ausgehend vom Startzustand, damit ich in Q4 lande. Naja, wir laufen hier oben los, können ganz häufig hier BA lesen und müssen dann aber wenigstens ein abschließendes B lesen. Oder ich kann es auch so formulieren, wir laufen einmal hier runter mit einem B, ja, und dann kann ich eine Schleife machen mit AB. Kann ich einmal machen, muss ich aber nicht. Ein B und dann beliebig viele A gefolgt von B. Dann bin ich wieder in Q4. Q2. Q2 erreiche ich immer über Q1 oder Q3. Das kann ich einfach so hinschreiben. Ausgehend von Q1 oder Q3, was die beiden einzigen finalen Zustände sind, kann ich einfach sagen, so, ich kann alles das verarbeiten, was in L steht, also die ganze Sprache. Also ich bin dann sozusagen, wenn ich L verarbeitet habe, bin ich entweder in Q1 oder in Q3 und dann muss ich noch ein A lesen. Oder ich kann hier sozusagen mit einem initialen A hingehen. Das heißt, ich könnte das eigentlich so hinschreiben. Also ich lese alles Mögliche, was in der Sprache drin ist, dann ein A. Ja, das heißt, ich habe hier irgendwie was gemacht oder ich habe hier irgendwie was gemacht. Hier sind ja verschiedene Schleifen drin. Und dann muss ich noch ein A lesen, dann bin ich in Q2. Beziehungsweise das eine einzelne A, wenn ich direkt vom Startzustand aus hier hingehe. Zu Q3 komme ich. Insgesamt sollte man sich vielleicht einmal ganz kurz Gedanken machen, was die Sprache L insgesamt ist. Das ist AB plus BA gesternt. Hier ist unten BA oder AB, 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 AB. Und wenn ich dann einmal hier hinten bin, dann kann ich hier nochmal diesen Teil mit BA lesen. Also das ist die Sprache, die der Automat insgesamt akzeptiert. Und das Q3, ich komme hier mit einem A und einem B zu Q3. Und dann kann ich im Prinzip alles das machen, was sozusagen L selbst ermöglicht. Das heißt, das ist A, B und L. Q4 hatten wir schon. Q5, das ist der hier unten. Da komme ich hin über Q3. Das heißt, ich lese ein AB, dann kann ich von Q3 aus sozusagen die ganze Sprache L verarbeiten und dann brauche ich noch ein B, um zu Q5 zu kommen. Und Q6, das ist unser Fehlerzustand, wenn ich den einmal erreiche, dann komme ich nie wieder raus. Ausgehend von Q1 komme ich da mit einem BB hin oder mit einem AA. Das gleiche hier von Q3 komme ich auch mit einem AA hin oder mit einem BB, das heißt Q6. Erreichen wir, indem wir sagen, wir nehmen irgendein Wort der Sprache, dann bin ich nämlich in Q1 oder Q3. Dann muss ich lesen entweder ein Doppel-B oder ein Doppel-A. Und was dann noch kommt, dann habe ich eine Schleife hier mit AB, das kann ganz Sigma-Stern sein. Der Automat ist komplizierter, als er sein müsste. Das ist ein Beispiel, wo wir dann später irgendwie so einen Minimierungsalgorithmus mal demonstrieren. Also Q4 und Q5, die sind, wie wir später sehen werden, einer von den beiden ist überflüssig. So, das sind in diesem Fall 6 Äquivalenzklassen, korrespondierend zu den 6 Zuständen. Und wenn ich die alle vereinige, die Vereinigung der EQII 1 bis 6, das ist gerade unser gesamtes Alphabet. Ja.